So, wunderbar. Da, jawohl. Super. So, dann sind wir auch fertig, ne? Kann ich direkt los. Ja, einen wunderbaren guten Morgen, meine lieben, diese Freunde. Hier aus der Nähe von Osnabrück. Ich habe hier einen Auftrag bekommen vom lieben. Oh Gott, immer so dieses vom Lieben, ne? Vom Harry. Ja, vom Harry. Der hat mir ein bisschen geholfen, der hat mir auch noch bei zwei anderen Sachen hier geholfen, übers Wochenende. Da waren wir so ein bisschen angefreundet mittlerweile. Das finde ich auch sehr gut so. Und er hatte mir über eine Spedition, die ihr hier kennt, diesen Auftrag besorgt, den keiner fahren will. Wir fahren runter bis, glaube ich, nach Portugal, nach Vigo. Mein Kaffee in der Hand. Bin gerade hier angekommen, haben geladen. Also ich bin schon seit 5, 6 hier. Staplerfahrer war ein bisschen zu spät. Der hatte ein kleines Problemchen zu Hause. Naja, nicht schön für mich, aber gut für ihn, dass das lösen konnte. Und ich habe 15 Tonnen Ketchup hinten drauf, also 15.351 Kilogramm oder 15.351.000 Gramm. Entschuldigung, könnt ihr euch aussuchen. Wir könnten es auch noch im Pfund umrechnen, aber das steht jetzt gerade nicht auf meinem Sim-Dash. Ja. Ansonsten vielleicht noch am LKW ein, zwei Hinweise. Also ich hatte ja gesagt, dass hier so ein paar Teilchen angekommen sind vom Lacken und was ich mir gekauft hatte. In Holland bei einem Lackierer. Nee, das lasse ich lieber, das kann ich nicht so wirklich. Und richtig setzen. So, und ihr seht, die Spiegel sind schwarz. Ja. Beim D38 sind die Spiegel übrigens meistens silber. Ich habe kleine Popeyes unter dem Spiegel. Mal gleich mal Licht an, gucken wir uns an. Dieses mega Geschoss hier. Und dann war ich noch beim Schrauber seines Vertrauens. Eigentlich wollte man noch Steuerungssoftware optimieren, Einspritzung und so weiter. Aber ich habe auch noch 2 Jahre Sachmengehaftung auf den ganzen Antriebsstrang. Da bin ich ein bisschen vorsichtig und eigentlich ehrlich gesagt reicht mir die Fahrleistung auch mit 500 PS und 2.500 Newtonmeter Drehmoment. Ich muss mit dem mal sprechen. Wir haben da jetzt der Motortuner von ihm, der war auch nicht da, aber der Schrauber. Und wir haben das ein bisschen alles angebaut. Kein Hexenwerk, ja. Aber der Harry war mit dabei und ja, hatte da gut zugeredet, dass alles auch funktioniert. Funktioniert auch alles super. Ich habe auch hier so schwarze Einsätze. Also ich habe meine alten Scheinwerfer hingegeben, habe hier neue bekommen und wir haben so schwarze Einsätze. Ansonsten sind sie genau die gleichen Scheinwerfer. Ja, einen Steinschlagschutz habe ich mit Nordhessen vorne dran. Das heißt aber nicht, dass der hier den Nordhessen-Liner ersetzt. Ich finde, er hat noch gar keinen Namen. Und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch hier noch keine Mühe gegeben. Ihr seht ja auch, er ist ja im Grunde genommen auch in der Alliance Pro Edition immer noch und ist auch rot, sind eigentlich gar nicht so die Transrap-Farben. Aber naja, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ne? Und wir haben oben halt, damit man uns langsam mal auch als Transart erkennt und nicht als Top-Used München Center, habe ich mal Transart drauf und habe das auch mal ein bisschen anders gemacht, die Art of Transport. Also kleine, feine Schmankerl, sag gleich mal, Änderungen würde ich es mal nennen. Das sind ja keine Verbesserungen oder so. Das ist einfach nur ein bisschen lackiert. Auch hier vorne, hier, da wo der Löwe drin sitzt, dieser Zierbalken ist jetzt auch rot. Ist damit ein bisschen ja, weg vom Chrom. Na, und wir haben aber unten, oben und unten noch die Chrombügel dran. Vielleicht ändere ich das irgendwann auch nochmal. Ja, kommt Zeit, kommt Geld vor allen Dingen, weil noch kann ich mir das alles nicht so leisten. Aber ich finde, an sich sieht das schon ganz stimmig aus. Wir machen auch mal ein Foto, das ich nachher garantiert nicht weiter benutzen werde, weil es einfach zu dunkel ist. Und dadurch sieht es auch nicht gut aus. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt los. Es geht grobe Richtung Westen. Ansonsten hier seitlich ist nichts anders. Also wirklich nur ganz, ganz winzig kleine Schnulli-Eingriffe. Und ja. Mehr ist nicht gemacht und ich sehe gerade die Dinger hier.
Dann werden vielleicht ein bisschen angestrahlt, ne? Wir gucken gleich mal, wie sich das hier verhält. Zeit zu gehen. Wir gehen jetzt. Wir warten noch kurz, bis die Elektronik sich geregelt hat. Normalerweise hast du dabei auch, wenn du das einschaltest und die ganzen Ventile kommen, immer dieses. Ist jetzt hier nicht im Soundmod leider umgesetzt. So. Bauen wir mal an. Ja, das gute Stück. So. Und jetzt steigen wir nochmal aus. Moment, Moment. Da. Zackele. Schauen wir mal, wie es aussieht einfach. Ja, das sind jetzt die Poppies. Die sind weiß nach vorne. Also ich achte darauf, dass wir auch hier STVO-konform rumfahren. Und jetzt machen wir mal eins. Ich mache mal die Tür auf, greife mal durch, mache mal das Licht aus. Zack, außen sind sie also aus und innen sind sie an. Naja, es ist ein kleiner Fehler im Mod dann offensichtlich. Oder ich habe irgendwo eine Kollision. Da will ich nochmal gucken. Ja. Ist jetzt nicht ganz so schön, aber Auto wird dadurch nicht unfahrbar. So, machen wir mal wieder an. So, wunderbar. Kontrollieren das mal kurz hier mit. Eieiei, ist das dann. Naja, gut, das ist Außendarstellung. Frontmontagen. Jo. Und weg mit. Damit. Gut. Okay. Gut. Ja, sieht doch ganz schnieke aus, ne? Für einen, der kein Geld hat, sieht das super aus, finde ich. Ist das vor allen Dingen auch ein super Auto. So. Nein, in die gute Stube. Gebe ich euch mal die Kamera. Weil sonst ist das ja nicht anzuschauen hier, ne? Dann mach mal los. 15 Tonnen sind nicht zu leicht, nicht zu schwer, weil ich finde es auch furchtbar, wenn man zu leicht ist. Weil das Fahrwerk ist einfach auf Masse ausgelegt, ne? Dass man auch beladen fährt. Ich finde, dann fährt sich ein LKW auch besser. Wie bei den großen Passagiermaschinen, die funktionieren auch Biege nach erst rechts ab. richtig, wenn die eine Sollmasse erreicht haben. Ne? Wenn zumindest eine Anzahl von x Passagieren drin sitzt, erst dann fliegen die sich richtig. Habe ich gelernt. Und auch was wir diesmal probieren, und mir ist das selber schon aufgefallen, so bei den letzten Fahrten, die waren so ein bisschen unentspannt. Wenn er versteht, was ich Demnächst meine. links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, das ist ein kam jetzt. Entschuldigung. Rechts, dann fahren wir links. Gucken gleich nochmal da vorne an der Ampel, also hier, auf die Strecke. Ah, geht jetzt erstmal Köln runter, Richtung Köln. Können uns jetzt noch aussuchen, ob wir nicht lieber hier über die A1 Amsterdam, dann hier runterfahren über Brüssel, weil die Strecke kennen wir schon. Wir machen das, wir fahren mal hier lang. Das sind dann insgesamt 30, 17. Ansonsten ist 30, 13. Und ja, dann spricht das doch für sich. Machen wir 30, 17, ne? Okay, dann fahren wir da hinten über Rotterdam runter, Brüssel, Reims, südlich von Paris entlang. Bei La Rochelle vorbei. Ah, wunderbar. Wo sind eigentlich das Nantes? Non. Und dann hier schön rüber nach Vigo. Ah, das ist schön. Ne, Vigo, gucke mal. Ich dachte, das wäre Portugal. Wobei, sind wir noch in. Ganz knapp in Spanien. Ah, okay. Ja, könnt ihr mal sehen, wie viel Ahnung ich da Fertig habe zum da drüben. Losfahren. Da wird es echt Zeit, dass ich darüber komme. Dass ich mal meine Geografiekenntnisse da ein bisschen aufpoliere. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Für eure Orientierung ist heute Sonntag früh. Biege nach rechts ab. Ich werde heute Nachmittag in der Realität Richtung Schweiz fahren. Und ihr habt da ingenieurstechnisch ein bisschen zu tun. Und hatte gestern einen tollen Samstag, muss ich sagen. Einen richtig, richtig tollen Samstag. Ach,
Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie es euch mal sagen soll. Und ob ich es nicht langsam schon so ein bisschen anteasere. Achtet mal vielleicht auf die nächsten Shorts. Das kann ich euch so sagen. Und ich freue mich drauf, was kommt. Ich freue mich echt drauf. Ja. Zieh das jetzt schon seit ein paar Monaten im Geheimen hoch, weil so mal eben geht es jetzt auch nicht. Tempomat hier an. Ich freue mich total drauf. Schönes Licht. Ich muss mal gucken wegen schön Licht. Wir brauchen hier auch noch, und ich vergesse das so häufig, ein schickes Foto. Ja, das wird noch nicht so richtig, ne? Wir haben das Licht noch von vorne, also in die Kamera rein. Das ist was Schönes für meinen Desktop. Ich halte mich jetzt hier an dieser Stelle nochmal zurück, weil ich wirklich im Englischen würde man, und ich als ich bin ja noch ein bisschen oldschool, ich spreche gerne Deutsch, aber so in I'm so excited sagen. Ich bin aufgeregt. In der Aufregung trifft man manchmal die falschen Entscheidungen. Eigentlich habe ich mir da was zurechtgelegt, wie ich euch das beibiege. Betrifft natürlich auch den kompletten Kanal hier. Und ja, und, ich glaube, dass das ist nicht der richtige Punkt, sowas Schwerwiegendes anzusprechen. Ja. Keine Sorge, alles wird gut. Aber es wird halt auch ein paar sehr einschneidende Dinge werden passieren. Und jetzt stoppe ich damit auch und gebe mich dann mal wieder unserer geliebten Simulation hin. Ich versuche auch wirklich, weil mir ist es auch aufgefallen, und ein, zwei haben es auch, auch der Gixer, meine ich mich daran zu erinnern, unter das Video geschrieben, da war schon viel Geschimpfe mit dabei. Das letzte Mal immer. Ja, und wir sind ja alle nicht immer gleich, und Tom hat auch ein bisschen damit zu kämpfen. Und wir sind ja nun mal Menschen. Ja. Und was der Mensch am besten kann, ist Vorurteile und Schimpfen. Und dem habe ich mich so ein bisschen hingegeben. Es lag vermutlich am Alkoholgenuss, ne, während der Fahrt. Diesmal habe ich einen Kaffee hier dabei. Heißt es noch morgens, da geht Alkohol bei mir gar nicht. Immer geradeaus. Vielleicht mal an einem Sonntagnachmittag, wenn es verregnet draußen ist und man nichts mehr vorhat. Ein kleines Gläschen Baileys Chantrey, also so ein Genusströpfchen. Ja? Wobei viele sagen würden, Baileys ist doch kein Genuss, ist einfach nur süß. Ich genieße es trotzdem. Ja? Mir muss es schmecken. Nicht der armen Person. Ja. Ich denke mal, ja, dass ich es jetzt, nee, ich werde es jetzt mal langsam vorbereiten. Es wird auch Zeit. Es wird auch Zeit. Es ist halt, wenn du so eine Zeit lang, jetzt bin ich wieder mittendrin, ne, im Thema, wenn du so eine Zeit lang so ein Thema arbeitest, das vorbereitest, und ja, weil ich habe schon öfters mal Ankündigungen gemacht, die ich dann nicht durchgezogen habe. Andere Sachen, das ziehe ich straight durch, und aber so, ich glaube, ein, zwei Mal, das ist zumindest meine Erinnerung, da habe ich schon mal Ankündigungen gemacht, die ich nicht durchgezogen habe. Auch was mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt, ist, ich hatte mal ganz
Anfang. Da waren wir noch mit Sven Marx, da war der Marian noch dabei und viele andere. Und da hatte ich mal so ein kleines Zuschauergewinnspiel gemacht. Ich glaube für 1000 Abos oder so, keine Ahnung, irgendwie, oder 500 Abos. Da war auch so ein LKW von Andreas Schubert, ich glaube, der irgendwas mit Noir, Black Noir oder so, oder, aber es war ein blauer Scania. V8 mit Auflieger als, also so ein Modell, ne? 1:50 oder so. Als Preis mit dabei und so ein paar andere Sachen, an die ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Und da habe ich dann nur so Buchstaben im Video versteckt und die musstest du zusammensammeln. Also es war ein bisschen komplexer. Und da waren wirklich einige dran und ich habe diese Auslosung am Ende dieses Gewinnspiels, das ging halt über, weiß ich nicht, etliche Folgen, nicht gemacht. Ja. Und das brennt mir so ein bisschen unter den Fingernägeln, weil man kündigt sowas nicht an und letzten Endes macht man es dann nicht. Ja. Das ist ein No-Go, finde ich. Wir halten mal fest, wir sind Montag jetzt hier 7:30 gestartet. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja. Okay. Immer geradeaus. Was soll ich dazu sagen? Mehr Kulpa Asche über mein Haupt. Ich muss überhaupt erstmal suchen, wo dieser LKW ist, aber das ist jetzt einfach nicht gemacht worden. Und ich glaube, es hat auch nicht viel Sinn, das jetzt noch nachzuziehen, weil die Leute gucken wahrscheinlich viele von denen gar nicht mehr zu. Es ist ja so, da ist immer eine gewisse Frequentierung auf so einem Kanal. Deswegen bin ich da vorsichtig geworden mit irgendwann, weil ich habe es einfach zeitlich nicht untergekriegt. Auf einmal sind Dinge schnell gelaufen und dann habe ich es einfach zeitlich nicht untergekriegt. Und der Ballon sieht komisch aus. So, sieht er da fit rechts aus? Also das sind zwei hintereinander, ne? Ja, okay. Aber deswegen bin ich einfach ein bisschen vorsichtiger geworden, was Ankündigung angeht und beobachte mich dann erstmal selber, dass ich alles vorbereite. Und dass ich es dann verkünde, when it's done. Ja, it's done, when it's done. Es ist also fertig, wenn es fertig ist. Und es ist ja, das hier ist ja nur ein Hobby. Ist ein schönes Hobby, finde ich. Aber es ist nur ein Hobby und manchmal kommen einfach Dinge dazwischen. Du solltest nie Dinge versprechen, die du halt nicht hältst oder halten kannst am Ende des Tages. Ja. Ich hatte es vor. Bis zum Morgen hat das ja auch alles eingekauft und so weiter, aber ich wollte halt alles für mich behalten. Nein. Nein. Aber ich bin einfach ein bisschen zurückhaltender geworden. So, bleiben wir hier bei 80, ist recht kurvig hier. Ansonsten habe ich heute hier eine Traumstrecke bekommen, also freue ich mich total. Wir fahren endlich ins vorletzte Update hinein, beziehungsweise DLC, Iberia und also Spanien, Portugal. Ich werde mich da mal ein bisschen aufhalten, ich werde mir das mal anschauen. Und das wird auch Zeit. Einkaufen tue ich es immer gleich, wenn es rauskommt. Aber ja. Ich hab's halt nicht, ich hab's halt noch nie gesehen. Ich bin noch nicht mal per Flugmodus da gewesen. Oh, die Sonne kommt raus. Vorsichtig. Moment, wir machen hier ein kurzes Päuschen. So. Nichts passiert. Also tatsächlich nichts passiert. Ich habe hier so zwei Fenster in diesem Zimmerchen und das eine geht so nach Süden raus, das andere nach Südwesten. Und da hat die gerade volle Kraft reingeschienen, muss ich ein bisschen Rolle runterlassen, weil das kollidiert dann mit dem Tracker A und dann gibt's so eine Misere. Ne?
Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Geht auf den Weihnachtseinkaufstress zu. Und nicht, dass ein an, ja, nicht, dass wieder von der Polizei. Ach, wir machen mal eins hier. Wegen ordentlichem Fahren, das wollte ich mal wieder anmachen, Gameplay. Die Fußgänger. Ja, ansonsten haben wir einen coolen Auftrag, wie gesagt, auch von der Vergütung her, 4.500 Euro darüber. Das sind etwas über 2 Euro pro Kilometer, also das ist schon, das könnte noch viel, viel besser sein. Spanienfahrten werden wohl in der Praxis momentan noch besser bezahlt. Ja. Ja, das sind harte Übergänge hier. Upsala. Merkt man halt alte Karte, weil hier ist keine Promos drauf. Das ist alles original. Vanilla-Karte hier, Vanilla-Map. Da waren die Übergänge schon gerade ganz schön rumpelig. Das wird auch mal Zeit hier, na, dass sie hier die ganzen Benelux-Staaten und so, dass sie die mal den mal ein Update geben, weil ihr kannst auch so viel rausholen. Holland, Belgien, ist so schön. Luxemburg, ja, schwierig, aber auch umsetzbar. So, von müssen wir nach links. Links halten und dann links abbiegen. So. Biege nach links ab. Boah, jetzt sehe ich gar nichts da drüben. Ach, das ist auch so. So blöd von der KI, ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, die ist auf Hauptstraßen warten. Ist natürlich so ein bisschen die Eingabe, zu sagen, okay, sonst vielleicht kommst du manchmal gar nicht rüber, je nachdem wie viel Verkehr dann generiert wird. Aber es ist so unrealistisch, ne? Wenn die jetzt hier auf so eine Hauptstraße kommen und dann mich von der Nebenstraße reinlassen wollen. Also ich finde, KI-technisch braucht das Spiel mal eine richtige Politur. Da muss mal richtig drüber gegangen werden und sorry, das holt auch ein Modder nicht raus, weil das liegt dann am Grundalgorithmus der Berechnung und das, was ein Modder ändern kann, sind ein paar Randwerte, Umgebungsbedingungen oder eine Verdichtung auch von Zeit zu Zeit, das ist ja auch alles sicherlich möglich, aber er kann noch nicht das Grundverhalten der KI ändern und deswegen, ich greife auf solche Mods gar nicht zurück. Ich denke mir, SCS denkt sich auch gerade hinsichtlich auf Performance schon sehr viel dabei, wie viel Verkehr und welche Verkehrsdichte sie jetzt zulassen. Ja. Und deswegen, also ich nutze solche Mods gar nicht. Genauso nutze ich auch jetzt schon seit einer ganzen geraumen Weile jetzt hier, wo das Spiel auch so hardwarehungrig wieder geworden ist, selbst bei meiner Hardware, die ganze Jazzycat-Geschichte, also alles, was Verkehr Varianten, ja, also LKW oder Varianten von Verkehrsteilnehmern angeht, dann hast du immer diese krassen Hauptruckler drin und ich wieder Geld zahlen müssen. Ja. Ich habe auch eine Sache übrigens geändert, das will ich euch zeigen, weil es ist unspielbar geworden. Ich bin einfach mit den Kosten nicht mehr hinterher geworden und dann gekommen, dann passt halt auch etwas nicht. Das ist Bank. Ich habe jetzt diese 382 Euro am Tag. Ich hatte es vorher immer verdoppelt, als wir noch im Balkan waren. Und da hatte ich 2 von diesen Krediten als laufende Kosten. Pro LKW einer. Aber Vladi ist überhaupt nicht hinterhergekommen. Ich musste für 2 fahren im Grunde genommen.
Und ja, das passt einfach mal. Ja, das hatte nicht gepasst. Deswegen 382 Euro am Tag, das ist schon ganz knusprig, ja, was dann Kosten entsteht. Zusätzlich haben wir ja auch noch die Dieselkosten und so weiter. Und deswegen ja, habe ich das jetzt hierbei belassen, weil es soll schwer sein, aber auch machbar. Ja. So. Aber schön hier, ne? So von der Optik her. Mit dem Papa hier unten, ne? Das ist ja. Und dann hier vorne auch. Fühlt sich so voller an vom Cockpit her, aber auch nicht zugehängt. Also ich habe auch mal. Ihr seht ja, ich habe dieses viele Wimpelgedöns habe ich weggelassen. Kommt bestimmt noch was. Irgendwann kommt auch ein Spruch auf der Scheibe wieder drauf. Ja. So nach und nach. Ich habe momentan viele andere Dinge zu tun und macht das eher auch alles so mit dem Mod und was zur Verfügung steht. Und es könnte alles hier im Grunde genommen alles beim Glover. Wir haben auch die Windabweiser haben wir drin jetzt auch. Ja, also das könnte auch alles im Grunde selber nachbauen. Und das bisschen, was ich jetzt hier beim Skinning gemacht hatte, das ist nicht die Welt. Das könnte im Glover auch alles selber machen. Ja. Wenn ihr euch da auch in welcher Farbe ihr auch wollt, das nachbilden wollt. Ich finde, der MAN hier von ihm, der fährt sich ultra entspannt. Ja. Und ist ein scheiß Auto. Ich hätte mal auch, als wir gerade angehalten hatten, das Video pausiert, wegen der Sonne, hatte ich mal die Mikrofonaufnahme ein bisschen noch hochgesetzt. Es gab vorletztes Video oder so, war es einfach zu laut von der Stimme her. Da waren noch alle Umgebungsgeräusche vom Mikro dann zu sehr mit drauf. Dann habe ich es ein bisschen runtergenommen, dann waren die LKW-Geräusche zu laut. Jetzt sollte es eigentlich ganz gut passen. Moin. Immer geradeaus. Wir fahren geradeaus. Müssen wir gerade mit der Betriebsbremse ein bisschen zu bremsen, weil das war schon ein bisschen, ja, ein bisschen eng und weng. Nein. Ansonsten Thema Mod. Wisst ihr was? Zum Abschluss des Videos. Mal sehen, wer zuguckt. Nee? Stelle ich mal meine Modliste vor. Ich muss mir das echt notieren, dass ich es nicht vergesse. Busse kommt gleich. Da habe ich meinen Verkehrsmod. Ich zeige aber euch auch mal den ich auch tatsächlich nutze. Und also das passt noch nicht. Das passt noch nicht. Da muss ich gerade bei den Fahrern. Ich finde, von Preisen her geht es. Aber Vladi hat sich brutal schnell entwickelt. Wir können uns das mal angucken. Ich lasse das jetzt auch so, weil er ist ein super wichtiger und wertvoller Mitarbeiter. Vladimir sieht ja bei mir so aus. Leider gibt es ja keinen anderen. Tatsächlich ist er ein bisschen älter oder soll er älter sein. Aber ihr seht, er ist voll entwickelt. Ne? 10.0. Und er war vorher bei. Ich glaube, mit 1,8 oder 2,5 hat er bei mir angefangen und zack, nach ein paar Fahrten, tick, 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 alles voll. Da passt also vom Mod her bei der Erfahrung für die Mitarbeiter passt halt noch etwas nicht. Und ja, ansonsten passt das mittlerweile. Durchschnittlicher Profit pro Tag ist okay. Ja. Er ist jetzt runter nach oder unterwegs nach Huelva. Das Huelva, das klingt sehr nach. Ja, Skandinavien oben so, die Ecke würde ich sagen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ich habe auch nicht klug, will auch nicht klug tun und schauen auch bei Google, wo das ist. Aber wisst ihr was, das machen wir mal. Mein John Benjamin, ne? So. Voilà. Whoever. Nee, spannend. Muss man wahrscheinlich anders aussprechen. Whoever. Ja, komm hier. Spanisch.
Spanien. Ah, bei ein bisschen westlich von Sevilla, also zwischen Lagos, Sevilla ist unten, wo Gibraltar quasi der Zahn runtergeht. Da fährst du weiter nach Nordwesten hoch, ja. Und da kommt es dann quasi in dieser, ja, wenn man so will, Bucht an der Küstenlinie, ne? Die eh so aussieht, als hätte wer da mal was Riesiges eingeschlagen. Ja. Okay, wieder ein bisschen schlauer. Gut, dass wir nachgeschaut haben, aber ich will noch mal kurz was anderes gucken. Und, so. Ja, das wollte ich euch der einfach der Form halber und mal zeigen, dass wir alle auf einem Nenner sind, ne? Nee, das machen ja die Italiener. Das soll man ja gar nicht machen. Das verbitten die sich, dieses auch Linksalten mit und der Hand, ne, dann bleiben dieses. Sie immer geradeaus. Ich mache das so gerne nach. Das ist, macht man nicht, aber. Immer geradeaus. Du kannst ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr richtig reden oder irgendwie ein bisschen lustig sein, ohne jemanden zu diskriminieren. Nee. Ich bin noch so ein politisch unkorrekter. Ich mach's trotzdem. Ja. Vielleicht nicht Immer vis-à-vis. geradeaus. Aber so für mich. Ne? Guckt ja sonst keiner zu. So, was ist denn die Uhrzeit? 13:37 Uhr sind wir los. 10 Stunden dürfen wir. 17:30 Uhr. Dürfen wir noch ein bisschen. Nach der Kurve gucke ich auch mal, wo die Sendezeit steht. Jetzt wollen wir erstmal hier auf der rechten Spur und kollidieren. Moment. Ja, 32 Minuten. Ja, es gibt doch eine schöne Folge. So, und dann darf ich nachher am Sonntag schon auf die Bahn wieder schwingen Richtung Zürich unten. Das Video werdet ihr aber nachher schon zu sehen bekommen. Und dann kann ich immer mal bei YouTube Analytics reinklicken, gucken, wie welche Klickzahlen ich habe, wie das Video geht, wie viral das geht, ja. Und dann wieder enttäuscht sein, dass es doch nur ganz wenige Klicks sind. Nein, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden einfach. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Du hast manchmal so, es wird jeden Menschen so gehen und auch jeden. Immer geradeaus. Okay. Hast kein Herz für LKW-Fahrer hier, ne? Jeden Content-Creator so gehen. Hast mal so Zeiten, da willst du es ein bisschen pushen, da guckst du so auf die Abo-Zahlen, auf die Klickzahlen und willst dich verbessern, ne? Und dann hast du so Zeiten, da sind andere Dinge wichtig, aber du machst es trotzdem mit, weil es irgendwie mittlerweile so zum so dazugehört. Und da bin ich momentan. Also, weil ich konzentriere mich gerade so auf so auf gewisse neue Dinge, die diesen Kanal hier noch viel cooler machen oder auch viel reichhaltiger, werthaltiger. Und ja, ich bin da ganz zufrieden im Moment. Das ist außerdem, es ist wie es ist und man könnte dann natürlich noch eine ganz andere Form des Schneidens, eine ganz andere Form auch dieses Erzählens in Shorts und so weiter finden. Die Frage ist, finde ich mich da wieder? Bin das noch ich? Und so die zeitgemäße mit Rücksicht auf die kurze Aufmerksamkeitsspanne, ne? Der jüngeren Generationen muss nicht jeder so sein, aber es ist wissenschaftlich auch erwiesen und kommt halt auch durch diese furchtbaren Sachen wie TikTok und so weiter. Da bin ich ja gar nicht zu Hause. Muss auch nicht sein. Ich muss auch nicht überall präsent sein, weil du musst es ja auch bedienen können. Also sprich jetzt vom Inhalt her. Und ich finde gerade so, TikTok ist so eine Schmutzplattform. Also, nee, das ist, muss ich nicht. Wenn ich da diese Trends sehe, die da auch getrendet werden, die so gepusht werden,
wo waren das damals mit Corona, wo sie dann den Toilettendeckel da angeleckt haben und solche Sachen. Also, wow. Leute. All for the clicks, ne? Das ist, also, wie kann man sich so selber vergessen und zurückstellen und auch seine Würde halt und seinen Wert halt so zurückstellen, das verstehe ich nicht. Werde ich auch nie verstehen können. Haltet einfach immer euren Wert im Auge, seid euch auch wertvoll und tut Dinge, die euch auch wertvoll machen. Ja, das ist auch wichtig. Also, wenn ich Schmutz bin, werde ich nie wertvoll sein, aber dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, wie ich so mein Leben verbringe, mit was für Menschen ich mein Leben verbringe und was ich tun kann, um vielleicht was ich aus mir, also intrinsisch nennt man das, tun kann, um meinen Wert halt zu steigern, beziehungsweise meine Umgebung mit vernünftigen, wertreichen und wertreichernden Menschen also auch aufzufüllen. So, boah, das könnte jetzt hier langsam schon Richtung Mautstation Frankreich. Was denn hier? Warte mal, jetzt habe ich bestimmt einen Fehler gemacht. Waren wir da drüben? Ja, ach, da wären wir auch. Jetzt muss ich hier natürlich anhalten. Ist nie gut für einen schweren LKW. Mosche! Einmal freie Fahrt, bitte. Danke. Oh, bleiben wir dazu, hier ist kalt draußen. Müssen wir mal so ein Dings-Mod wiederholen hier für veränderte Jahreszeiten. Das wollen wir schon ein bisschen mitmachen und mitleben. Gehen wir hier über das Gaspedal. Gas. Jo, das sieht aus wie Frankreich hier, ne? Von Verkehrszeichen, ja. Happy Mautstation! Uhu. Oh, 90 dürfen wir hier, dann oh, machen wir das auch, ne? Ich habe hier die lange Endzubesetzung drin, von 251. Eigentlich so aus dem optimalen Drehzahlbereich ein Stückchen raus. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir drehen so mit 1200 Umdrehungen bei 90. Also könnte schlimmer sein. Weil ich da vom Sascha die Videos sehe, hier Möbelkutscher, der sein DAF halt, der ist richtig schön lang übersetzt. Der ist bei 90 bei knapp 1000 oder über 1000, etwas über 1000 Umdrehungen. Wenn ich das richtig in den Videos sehe, er macht immer so ultra lange. Also viele haben ja gesagt schon, Mensch, so über eine Dreiviertelstunde hier, wir sollen sich das angucken. Ja, dann guckt mal beim Sascha rein. Na, da seid ihr manchmal bei 3,5, 5,5, 6,5 Stunden, glaube ich, habe ich schon gesehen. Boah. Das ist dann schon, ist das noch episch? Das ist dann schon... So ein Jahreszeitenvideo, ne? Und, ja... Ich glaube, wenn man LKW-Fahrer ist und viel auf dem Bock sitzt, dann kann man das so ein bisschen mitlaufen lassen. Da hat man auch vielleicht auch ein bisschen Muße und Zeit, das immer mal ein bisschen mitzugucken. Ich schaffe es ehrlich gesagt nicht, aber das soll auch im Fern aller Kritik sein, die ich mir gar nicht gestatte. Weil ich finde, er macht das super. Und das meine ich auch so. Ich habe ihn ja auch schon einmal persönlich getroffen auf so einem kleinen LKW-Treffen. Und total lieber, netter Typ. Und jo. Deswegen, ich gucke so ganz gerne, aber ich schaffe es nicht komplett. Nee, schaffe ich nicht. JJ hat ein neues Video gebracht, habe ich gesehen. Da muss ich mal reinschnurchern. Und also im Grunde genommen, das, was ich aus dem Titel schon mitnehme, ist, dass alles anders wird, weil der totale Zusammenbruch heißt wohl das Video. Da muss man reingucken. Da kann ich jetzt auch nichts teasern. Da bin ich selber komplett ungeteasert, vielleicht. Gucke ich es mir nachher an oder mache ich es halt nicht gucken. Ja, nee. Wenn ich dann auf dem Weg runter in die Schweiz bin, dann lasse ich es vielleicht so als Podcast mitlaufen. Ja. Weil der Blick in Goethestraße. Ja.
So, 15:23, wird schon wieder dunkel. Oh, ist das schlimm, ey. Und ich habe kein Foto gemacht. Ey, Mann, am vernünftigen Licht. Dann machen wir das jetzt. Guck mal hier nochmal. Ne, Radio nicht, nein. Wo ist denn hier der Fotoapparat? Da. So, komm her. Oh, ist auch schon wieder hier. So, warte mal. Drehen. Das ist komisch aus. Man wird gerade schlecht. Kennt ihr das? So. Machen wir es so. Ja. Mal gucken, vielleicht kann ich es noch ein bisschen aufändern. Auf jeden Fall bis jetzt unauffällige, sehr entspannte Fahrt. Ansonsten, der Harry lässt sich momentan so ein bisschen Zeit. Ist auch mal gut so. Ne? Also nicht immer nur zack, zack, zack nach vorne, sondern du brauchst auch mal Zeit für dich selber, für die Erholung. Und ich habe da jetzt aber auch nicht wirklich richtig reingeguckt bei den anderen Jungs. Mädels wüsste ich jetzt nicht, zumindest nicht aus meiner Bubble. Dass da eine Dame mit dabei ist. Wir gucken sie nochmal nach dem Rechten, jawohl. 39 Euro. Ja, wir beschweren uns hier, ne? Mensch, oh, 39 Euro, teuer. Aber jetzt werden sie uns mal in Deutschland richtig, richtig in die Tasche greifen. Da bist du bei 100 Kilometer locker, bei 100 Kilometer bei 35 Euro. Mit Euro 6 LKW, nicht irgendwie mit einer alten Gurke, mit einem Euro 6 LKW. Und ich habe jetzt schon in einer Zeitschrift gelesen, also es gibt Juristen, die jetzt sagen, verfassungswidrig, dass die... Ich kann die nicht Bundesregierung nennen momentan, dieses... Ich krieg so eine Krawatte, wenn ich nur an die denke, und das ist gar nicht so gut jetzt hier. Aber dass es wohl verfassungswidrig ist und rechtswidrig und was sie da vorhaben, auch eine willkürliche, das ist ja auch mit verpackt in diesem neuen tollen Paket, eine willkürliche Beurteilung von Streckenabschnitten, wo sie es dann nochmal teurer machen können, weil die unbedingt den Fernverkehr von der Straße runterkriegen wollen. Dabei funktioniert ja die Deutsche Bahn nicht mal richtig. Ja, und das ist eine Rasur des deutschen Mittelstandes. Weil letzten Endes kann doch der Spediteur und der Frachtführer nichts anderes, als diese Preise weiterzugeben. Nichts anderes kann der. Ja, und wird er machen. Und was glaubt er denn, die anderen Händler und die komplett andere Industrie, erzeugende Industrie, also zum Beispiel Mercedes, wird beliefert. Wer ist dazwischen? Ein Frachtführer. Ein Speditionsunternehmen. So, Maut, da kommt also auch da schon die Maut dazu. Es kommt auch die Maut dazu, wenn der Sprit zu den Tankstellen transportiert wird und all das kostet Geld. Ja. Und das wird zu einer eskalierenden Preisspirale führen. Und das momentan zu den Zeiten. Wir haben Energiepreise, die sind am höchsten. Im weltweiten Vergleich. Wir haben Steuern, zahlen wir zahlen die allerhöchste Steuerlast. Dabei kriegen unsere Rentner im europäischen Vergleich mit am wenigsten. Also hier passt doch so viel nicht. Da werden Wahnsinnsvorhaben finanziert. Und es ist so, bei jedem Vulkanausbruch wird so viel CO2 freigesetzt. Da spielen unsere Maßnahmen, die wir treffen, wirklich überhaupt keine Rolle. Das ist doch lächerlich. Ja, und wir machen unseren Mittelstand, wir machen die deutsche Industrie kaputt, aber lassen wir das, ja. Das ist auch wieder so ein bisschen Schimpfen. Ihr merkt halt, es geht mich halt auch persönlich an. Ich sehe, wie unser Land halt wirklich leidet. Wir haben für alles Geld, nur nicht für unser eigenes Bildungssystem. Ja. Das war eigentlich immer unsere Ressource. Das ist so traurig. Wir fördern Fantastereien
und finanzieren das mit aberwitzigen Milliardenbeträgen. Das Ding ist doch, das bezahlt alles der Steuerzahler. Der bezahlt Projekte, wo höchstens 12% der Bevölkerung für gestimmt haben. Das ist nicht in Ordnung. Oder 17:30 hat man gesagt, ne? Dann mach ich mal unserem Brudi hier. So, ich würde mal sagen, nächster Parkplatz ist meiner. Gucken wir mal kurz, wenn ich das jetzt auch wieder in 100 Kilometern keiner kommt. Doch, hier kommt eine Tanke. Hier, das ist doch gut. Dann fahren wir noch übers Kreuz hier, zack. Das passt doch einigermaßen. Also ich bin sehr, sehr für Umweltschutz und ich finde, Deutschland tut da auch schon sehr viel. Ja. Deswegen auch die Klimakasper, diese Klimaterroristen, die sich da festkleben, alles mit Farbe besprühen. Die haben auch die Hochschule in Kassel oder die Universität Leipzig mit Farbe besprüht. Diese Hochschulen setzen sich für Technologien für Klimaschutz ein, seit Jahrzehnten, und werden dafür von diesen Kaspern bestraft. Das ist... Ausfahrt rechts nehmen. Sag mal, sind die denn in ihrer Unbildung zu unfähig, sich mal zu informieren? Hauptsache spektakulär oder das Brandenburger Tor. Mann. Uff. Jetzt ist er mal weggerutscht auf der nassen Straße. Aufliegerschaden 9%, ja. Werkstatt. Bitte links halten. Ist jetzt so, bin ich halt ein bisschen Slytherin, schlitterig, slippery. So, jetzt habe ich halt nicht auf die KI geschimpft, sondern auf die andere unfähige menschliche Intelligenz von solchen Schwachmaten, anders kann ich die nicht nennen. Gucken, was er ist. Jetzt wird's spannend. Was machen sie jetzt, wo es kalt und nass wird? Ja, wir machen viel in Deutschland halt für den Umweltschutz, ja. Und sollen sich doch mal nach China gehen, nach Russland und solche anderen Regierungsformen und dort ihren Protest mal ausdrücken, wo wirklich CO2 freigesetzt wird, ja. Neue Route finden. Immer geradeaus. Und nicht Deutschland, wo ein Land, das so viel schon tut. Das ist ungerecht, Leute. Das ist einfach ungerecht, was da passiert. So, okay, jetzt suchen wir uns. Uns eine neue Route finden. Mach mal. Aber wir schlafen mal zwischendurch, ne? Schneckchen. So, stehen wir gut. Gang aus. So, 31,4 Liter sind wir runtergekommen. Sprit haben wir noch viel, das schaffen wir es locker runter. Ich hatte ja auch nochmal vollgetankt dann. Und wir brauchen noch insgesamt 19 Stunden, das heißt 2 Fahrtage darunter. Ich kann also noch zweimal die 10er ziehen. So, machen wir Scheinwäsche aus. Und dann machen wir mal die Maschine aus. Ja. Nee, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch auch meine Schimpferei, meine Schimpftiraden angehört habt. Aber ich kriege da einfach eine Krawatte, weil ich finde das einfach, was momentan läuft, das hat dieses Land einfach nicht verdient. Das haben wir nicht verdient und ja. Das ist meine Meinung dazu und
Ich werde wahltechnisch alles dafür tun, dass sich da was ändert. Ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin schönen Abend, schönen Nachmittag, je nachdem, wann das Video jetzt kommt. Ich werde es jetzt gleich fertig schneiden, ist ja ein sogenannter One-Taker. Und dann freue ich mich auf euch beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl und bis dahin, euer Tom. Ciao.